Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Montag, den 27. Februar. Ja, schauen wir mal, was wir heute an Energie haben. Die 7 der Kelche. Ja, die Nachfolgekarte zu den 6 der Kelchen, die ja als Grundenergie durch die ganze Woche auch hindurch schwingt. 7 der Kelche. Ja, hast du vielleicht auch intensiv mit Träumen heute zu tun, vielleicht mit Tagträumen, vielleicht träumst du von etwas Bestimmtem, visionierst darüber, kommt dir etwas zu Bewusstsein, wünschst du, hast du deine Wünsche, wünschst du dir etwas, ja. Ja, ist es heute so ein Stück weit mitgegeben zu schauen, was lässt sich wirklich realisieren. Es ist vielleicht ein bisschen verträumter Tag, so grundsätzlich, ja. Schau einfach, was an den Träumen dran ist. Wenn es zu einer bestimmten Sache, ja, eben Träume sind, Visionen, ja, dann darf da vielleicht auch geprüft werden, was sind Visionen, was sind Illusionen. Interessanterweise haben wir hier die 6 Kelche ja extra abgebildet und den 7. Kelch daneben stehend, ja, er schlummert und träumt, ja, dieser Jüngling, würde ich jetzt sagen, ja, umgeben von ganz viel grün bemoosten Fels und diesem roten Tuch, was ja für Lebendigkeit steht, für Herzlichkeit, Herzenskraft, ja. Gehe den Wünschen deines Herzens ruhig einfach auch nach. Ne? Vielleicht schlummert da schon ganz lange etwas in dir, was wirklich einfach auch entfaltet werden möchte, was Chance bekommt, in die Umsetzung zu kommen, dass du es fließen lässt oder dass es in Heilung gehen kann. Ja, vielleicht wünschst du dir auch schon lange, ja, dass du dir selber etwas Wohles tun kannst, für dich eine wohle Zeit anbricht, ja, dann sei einfach auch offen dafür, selber da in die Umsetzung zu gehen damit, ja, also tu dir selber auch Gutes, aber ja, hab auch Aufmerksamkeit über die Chancen, Möglichkeiten an diesem Tag, ne, etwas, ja, eben schon einen lang gehegten Traum, vielleicht in Angriff zu nehmen oder eben auch loszulassen, je nachdem, ja. Ja, eben mit den 6 der Kelchen ist etwas entweder schon Altes, Althergebrachtes, tritt damit wieder auf den Plan, ne? Vielleicht gar ein Kindheitswunsch, vielleicht auch ein Seelenpartner hier, ja, etwas, eine Herzenssache, ja. Etwas, was ganz deinem Spirit entspricht. Hier, ja, könnte es Chance geben heute dazu, damit in die Spur zu kommen. Ja. Ja. Und wieder das Schiff. Ja, interessant. Das Schiff hatten wir gestern am Sonntag als Energie. Ja, kommen dir vielleicht heute wirklich auch für bestimmte Lebensherausforderungen, Lebenspläne, auch das, was dir im Lebensplan mitgegeben ist, Hinweise, Botschaften, ja, wird dir auch klar, ne? Tritt dir klar vor Augen in Träumen, in Visionen, wie es weitergehen kann, ja. Hier entwickelt sich womöglich eben auch recht langsam etwas, aber eben so Stückchen für Stückchen. Ne? Vielleicht gibt es da noch einiges zu planen, vorzubereiten, ja. Kommt es aber hier, ne, mit den 10 Peak, 10 der Schwertern, ist auch angezeigt, dass hier eine gewisse Etappe auch zu Ende kommt. Ne? Vielleicht das Träumen, das Visionieren. Ja? Hier gibt es eine Chance, etwas Bestimmtes anzugehen. Ja?
Ja, vielleicht ein bisschen melancholische Stimmung auch, ne? Mit dem Schiff ist natürlich einfach auch die Sehnsucht verbunden, ne? Das Träumen, ne? Das sich hinsehnen zu etwas, ja. Schau, ne, welcher Kelch dir da heute auch gereicht ist, ne, um ja auf das zuzugehen, das in Angriff zu nehmen, was dir wichtig und wert ist. Vielleicht auch auf den Menschen zuzugehen, der dir wichtig und wert ist, ne? Oder ne, einfach auch zu spüren, hinzuspüren, welche Ankündigungen gibt es da darüber, ja, über mögliche Begegnungen, über mögliche Wege mit einer Sache, mit einem Menschen. Das kann auch beides sein oder können verschiedenste Dinge sein, ja, die hier schon lange am Herzen liegen, ne? Ja, bleibt da auch geduldig, ne? Ja, manches braucht vielleicht eben auch noch so seinen Weg. Was haben wir hier in den Druid Wisdom Karten? Well of Memories. Das ist interessant. Na, das Wohl der Erinnerungen. Remember the wise witches whose lives were cruelly keyed. Their spell linger in Edinburgh as the morning dawns peace. Erinnere dich der weisen Hexen, deren Leben ja grausam endete. Ihre Zaubersprüche ja verweilen in Edinburgh wie der Morgen des Morgennebels Friede. Oder wie ne, ein der Friede des eines Morgennebels. Ja, da hängt noch etwas nach, vielleicht auch vom Wochenende. Ja, schöne Erinnerungen. Vielleicht hattest du auch eine gute Zeit mit deiner Familie, deinen Lieben, deinem Kind, Kindern, ja, anderen Freunden. Ja, war es eine schöne Reise. Ja, so langsam geht sie zu Ende. Hast du Sehnsucht danach? Träumst du dich zurück? Ja, schau aber, verpass nicht die Chance hier, ja, in dieser emotionalen Herausforderung, auch in dieser spirituellen Herausforderung, heute den ganzen Tag über, ja, dass da Neues einfach auch wieder ansteht und Chancen, wichtige Chancen, liebevolle Chancen, ja. Ja, hier unten haben wir noch den Hinweis, trage Chrysopras für Vergebung und Loslassen. Ja. Vielleicht gilt es hier auch, Altes, ne, zu vergeben, loszulassen. Ne, beim Vergeben geht es eben nicht um das Vergessen, überhaupt etwas zu streichen. Ne? Also wenn wir irgendwo auch, ja, vielleicht auch Leidvolles erlebt haben, ist es natürlich auch gut und wichtig, ne, das ein Stück weit in Erinnerung zu behalten, aber daran nicht alles zu binden, ne, nicht unsere Kraft und Macht und ja Fähigkeit, ne, unsere Liebeskraft einfach auch dran zu binden, sondern dann auch loszulassen tatsächlich, ne, uns unsere Macht einfach hier um unsere Selbstwillen und so, unserer Selbstliebe willen auch wieder zurückzuholen, ja. Ja, uns selber wohl zu tun. Ne? Sag Danke für das, was gewesen ist. Ja, auch wenn hier ja die Lebensreise jetzt weitergeht. Ne? Der Start in die Woche kann das so grundsätzlich sein, aber ja, vielleicht auch in größeren Zusammenhängen, in Liebesbeziehungen, in bestimmten Entwicklungen, vielleicht auch beruflich oder auf dem Lebensweg. Ja, da geht eine Phase zu Ende oder ist zu Ende gegangen. Ja, verabschiede sie auch vielleicht sehr bewusst. Ja, ich wünsche dir dafür eine gute, gesegnete Zeit. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.